So, lieber Rabbiner Ehrenberg. Arbeiten, salü. Alles gut? Kritiker sagen, das ist barbarisch, das ist das Mittelalter, das ist eine sexuelle Schändung. Vorsichtig, Respekt. Natürlich, ich fühle mich angegriffen als Jüdin, als Mensch. Und die finde ich so unmenschlich. Ja, also ich finde, um das bisschen Vorhaut so viel Tamtam zu machen, das finde ich einfach alles übertrieben. Ich kenne keine Tierart, die sozusagen die Genitalien ihres Nachwuchses verstümmelt. Ja, aber es gibt... Also wenn ein deutsches Gericht sagt, das ist nicht in Ordnung. Ich würde es nicht machen, aber. Warum nicht? Das ist alles Quatsch. Wer sagt uns, was richtig und was falsch ist? Guten Tag. Guten Tag. Der Vorsitzender der Moschee. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Guten Tag. Ist das hier ein Begräbnis gerade? Oder? Genau, es gibt hier einen Friedhof und hinter uns ist noch ein Friedhof und sehr oft finden hier Bestattungen noch statt. Und das sind dann Angehörige von einem Verstorbenen. Das Totengebet ist nach dem Freitagsgebet. Wollen wir da durch? Aber wenn wir gerade bei Totengebeten sind, das ist ja wohl ein Ritual, wo niemand Anstoß dran nimmt, wie das die Juden, die Christen oder die Moslems machen. Aber es gibt ein Ritual, das wird momentan in Deutschland heiß diskutiert, die Beschneidung von Jungs. Bei den Muslimen findet das ja statt, in welchem Alter? Zwischen? Das ist unterschiedlich, kulturell bedingt. Manchmal mit 3, mit 4 bis zu 10 Jahren hatten wir es schon. Obwohl der Prophet Mohammed ja empfiehlt, auch schon nach dem 7. Tag. Viele Deutsche sagen, einen 6- oder 7-Jährigen zu beschneiden, das ist Barbarei, das ist Mittelalter. Der Islam ist noch nicht reformiert. Was antworten Sie? Also wir müssen da auch zuschauen, dass wir sagen, wer das macht. Und dass es professionell von Medizinern, von Kinderchirurgen gemacht wird. Wenn in Deutschland die Beschneidung verboten ist, können Muslime hier noch leben? Natürlich, wir werden hier leben, das ist letztendlich unsere Heimat. Ist die Gesellschaft in Teilen muslimisch, das anti... Alles richtig ist gegen Islam. Ganz einfach. Erwarten Sie mehr Toleranz? Ja, richtig. Man sollte das Brauchtum respektieren. Ich würde sagen, Skepsis ist eine Volksseuche geworden, dass sehr viele Menschen einfach zu skeptisch sind, zu unaufgeschlossen gegenüber fremden Kulturen, gegenüber anderen Kulturen. Ja, dann fangen wir mit dem Jüngeren an. Sind Sie beschnitten? Ja. Wann sind Sie beschnitten worden? Wie alt waren Sie? Ich war ungefähr 6. Und mein Bruder gleichzeitig, der ist 5 Jahre älter. Können Sie sich daran noch erinnern? Ja. Erzählen Sie mir doch ein bisschen... Es ist sehr schwierig, sich daran nicht zu erinnern, wegen dieser großen Feierlichkeit einfach. Man wird ja so wie sein kleiner Prinz gekleidet und jeder Wunsch wird einem von den Lippen abgelesen. Also das ist eigentlich schon ein großes Ereignis auch für jeden Jungen. Und darauf ist man auch stolz eigentlich. Worauf sind Sie stolz? Das ist so eine Art Ritual, wo man einfach weiß, okay, ab jetzt bin ich nicht mehr kein kleines Baby mehr. Jetzt zähle ich vielleicht schon... Noch nicht ganz zu den Erwachsenen, aber natürlich nicht mehr auch zu den ganz Kleinen. Hat Ihnen das wehgetan? Nee, das spürt man nicht. Also natürlich hatte man Angst. Da kommt jetzt auf einmal so ein Doktor mit so einem Messer, was will der hier? Aber dann wird alles auch abgeschirmt, man sieht dann auch gar nichts. Und dann ist es nach wenigen Sekunden auch schon vorbei, da ist es einfach weg. Also es ist so, wie wenn der Zahnarzt kommt, deinen Zahn ziehen will und dann ist alles betäubt und schon ist der Zahn draußen. Wann sind Sie beschnitten worden? Wie alt waren Sie? Sie waren 10, also schon sehr deutlich älter. Ja. Wie sind Ihre Erinnerungen an Ihre Beschneidung? Ich wurde sehr gut aufgeklärt. Mein Vater hat gesagt, es passiert jetzt das, das und so. Und ich hatte gar keine Angst, das weiß ich noch. Das Einzige, wo ich mich richtig erinnern kann, war, wie Anders schon gesagt hat, die Feier danach.
Also für mich war es ein positiver Augenblick. Sind Sie ein gläubiger Mensch? Was heißt ein gläubiger? Glauben, ja, das ist ganz einfach zu erklären. Glauben Sie an Ihre Religion und praktizieren Sie sie? Ich glaube an meine Religion, ja. Und Sie glauben an Gott? Ja, klar. Wir sagen dann, also als Muslime, wir vertrauen auf die Wörter, die Gott uns im Koran übermittelt hat. Aber wenn es deren Religion ist, kann man einfach nichts machen. Aber ich finde es natürlich irgendwie, finde ich es unmenschlich. Also dazu muss ich sagen, wenn ein Junge schon 8 oder 9 Jahre alt ist, ist es vielleicht doch ein bisschen schmerzhaft. Ich habe einen Sohn, den habe ich mit 2 Jahren beschneiden lassen. Und ich bin die Mutter und ich finde, egal wo wir leben, egal was für einen Glauben wir haben, haben wir die Verantwortung als Mutter, als Vater, als Elternteil, den richtigen Weg, von dem wir überzeugt sind, unseren Kindern zu zeigen. Und wenn ich davon überzeugt bin, ich bin Muslim und ich glaube an den Islam. Und ich bin davon überzeugt, dass der Islam sagt, das Kind wird beschnitten, dann mache ich das. Wer sagt uns, was richtig und was falsch ist? Der. Sagt Deutschland uns, was richtig, was falsch ist? In Deutschland gibt es sehr, sehr viele deutsche Muslime. Wir sprechen von türkischen... Von deutschen Staatsbürgern auch. Von deutschen, ja. Ich bin auch deutsche Staatsbürger. Sicher. Und ich bin Muslime. Und wenn wir davon sprechen, barbarisch oder mittelalterlich, wer sagt uns heute, was richtig und was falsch ist? Wenn ich davon überzeugt bin, dass meine Religion zu dieser heutigen Zeit passt, dann ist das mein richtiger Weg. Aber und wer sagt Sie mir, dass das barbarisch ist? Jetzt. Wissen Sie was? Nein. Ich finde, es ist so traurig, dass wir in der heutigen Zeit über Beschneidung diskutieren. Wissen Sie, wie viel Leid es gibt, wie viel Elend es gibt? Wir sehen auf der Straße die ganze Zeit Frauen mit ihren Kindern, die ihren Kindern Doping geben und auf der Straße betteln. Wo ist denn da Deutschland? Wo ist denn da die Polizei? Wo sind denn da die Gesetze? Wer versucht denn da irgendetwas zu machen? Wir reden über Beschneidung. Und gesundheitlich ist es bewiesen, medizinisch ist bewiesen, es schadet nicht. Es ist gut für den Menschen, es ist gut für die Vorhaut, es ist gut für die Hygiene. Das Urteil, das das Ganze in Gang gebracht hat, da ging es um einen muslimischen Jungen. Fühlen Sie sich kriminalisiert? Zum Glück nicht, weil der Bundestag diesbezüglich sehr schnell reagiert hat und deutlich eine Aussage ist dieses gesprochen Urteil hat. Ja. Ein Urteil gewesen, wo Sie sich kriminalisiert gefühlt haben? Bei diesem Urteil ja. Warum? Weil eine Tradition und eine Pflicht, die für Muslime schon seit 1400 Jahren und für Juden seit Jahrtausenden gilt und auch in der Welt weltweit praktiziert wird, plötzlich als etwas Kriminelles dargestellt wurde. Wenn man etwas für immer am Körper verändert und die Person, bei der es verändert wird, kann noch nicht wirklich zustimmen, weil nicht volljährig ist, ist ein Eingriff, den man nicht tolerieren kann. Beeindruckt Sie die Argumentation? Nein, weil das tun wir ja ständig. Wir greifen in die Entwicklung eines Kindes immer an. Das fängt mit einer Impfung am 3. und am 5. Tag an. Wenn ist das denn vergleichbar mit einer irreversiblen Beschneidung? Eine Impfung ist auch irreversibel. Der Vergleich hinkt nicht, wenn man sagt, der Mensch greift in die Entwicklung des Körpers und die Entwicklung des Menschen ein. Das tut er immer absichtlich und bewusst. Das tun Eltern zum Beispiel auch dann, wenn sie ihr Kind erziehen. Ob etwas barbarisch ist, das ist immer die Perspektive. Europa hat früher sehr vieles andere auch als barbarisch betrachtet. Das ist die egozentrische Sichtweise. Was meinen Sie damit? Allein schon alles Nicht-Christliche war barbarisch. Und diese egozentrische Sichtweise macht sich auch in diesem Urteil bemerkbar. Also Sie glauben, das ist eine überhebliche Sicht? Eine Arroganz. Ja. Darf ich Sie fragen? Sie sind ein Imam? Ja. Ein Geist? Imam. Imam? Darf ich Sie fragen, ist die Beschneidung im Islam so wie im Judentum konstitutiv, also ein Muss, oder kann auch ein Moslem vor Gott und Allah bestehen, wenn er nicht beschnitten ist? Öncelikle sünnet herkesin de bildiği üzere binlerce yıllık tarihi olan bir dinle de bağlantısı olan hem Sami dinler din geleneğinde var olan
bir uygulama ve gerçek. Also die Sunda, das heißt die Beschneidung, ist eine seit Jahrtausenden währende Tradition. Und auch Jahrtausende, auch in anderen monotheistischen Religionen währende Tradition. Und als solches eine Bedingung der religiösen Pflicht auch für die Muslime. Ich würde ganz gerne eine Frage stellen, die mir wirklich spontan kommt. Das ist hier die größte Moschee in Berlin oder eine der großen? So Berlin, ja. Sie sind ein wichtiger Mensch für alle, die hier kommen. Die meisten, die hier sind, sind deutsche Muslime. Glauben Sie nicht, dass Sie als Geistliche eine Kompetenz auch in der deutschen Sprache haben müssten? Natürlich. Er macht auch im Moment parallel einen Deutschkurs, fühlt sich aber bei einem solchen Thema noch nicht versiert genug in der deutschen Sprache. Das verstehe ich. Wie lange sind Sie jetzt in Deutschland? Ich bin seit 5 Jahren in Deutschland. Okay, sehen Sie, perfekt. Wir haben Deutsch gesprochen. Wunderbar. Das freut mich sehr. Auch wenn ich von der Religion nicht viel verstehe, muss es ja möglichst sein, dass man dem Kind so viel Zeit gibt, seine eigene Entscheidung zu treffen, bis es beschnitten wird. Das ist schon ziemlich respektlos vielleicht, weil das Kind halt nicht selbst entscheiden kann. Das muss ja nicht sein. Und besonders auch noch bei kleinen Kindern oder allgemein bei Leuten, die können ja selber nicht für sich entscheiden. Also ich finde, jeder sollte selbst entscheiden, ich möchte beschnitten werden oder nicht. Und man weiß auch nicht, vielleicht zufälligerweise entscheidet man sich auch dafür, dass man gar nicht die Religion der Eltern annehmen möchte. Dann ist es dann irrelevant. So, wir gehen jetzt zu Dr. Med-Ulrich Fegeler. Der repräsentiert den Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Und die finden, Beschneidung ist so ungefähr das allerletzte. Ja, wunderbar. Setzen wir uns doch bitte auf die Kinderstühle, denn Kinder geht es. Mich interessiert, warum sollen sich junge Kinder nicht beschneiden lassen, wenn die Eltern das wollen? Also, weil es im Prinzip für die Ärzte ein Gebot gibt, das heißt primum non nocere. Das bedeutet, der Arzt ist verpflichtet, nicht sozusagen am Anfang die körperliche Integrität zu zerstören, sondern sie keinen Schaden anrichten. Richtig, sondern sie müssen erhalten. Doch nicht. Es kann ein Arzt auch sagen, nein. Nein, das ist völlig richtig. Nicht nur ist es die Frage, was geben wir für eine Empfehlung raus. Und wir sagen, das grundsätzliche ärztliche Gebot, dieses zunächst erstmal nicht schaden, ist so bindend. Das ist übrigens in der Historie höher gestellt als unser Heilauftrag. Es ist so bindend, dass wir sagen, es gilt grundsätzlich, diese körperliche Integrität zu erhalten und das kindliche Autonomiegebot, das heißt also das Gebot, über die eigene Unversehrtheit zu entscheiden, zumindest in ein Alter zu rücken, wo die Kinder dann dazu befähigt sind. Aber natürlich, es geht auch völlig ohne Beschneidung. Sie können ein Jude sein und nicht dran glauben und machen überhaupt keine. Aber das geht Sie als Nicht-Jude erst einmal gar nichts an. Sondern wir diskutieren über die Juden oder Muslime, die sagen, ich möchte in der Tradition beschneiden und plötzlich konfrontiert sind mit Menschen wie Ihnen, die mit einem Zeigefinger sagen, Leute, wenn ihr das tut, dann tut ihr euren Kindern körperlich etwas ganz Furchtbares an und es ist barbarisch. Barbarisch haben wir nicht gesagt. Das ist nicht mein Ausdruck, aber ich habe gesagt, es ist eine Körperverletzung von großer Nachhaltigkeit. Es kann ja religiöse Riten geben, wo ich ein Kind mit 2 Peitschenschlägen sozusagen in die Gemeinschaft der Gläubigen einführe. Auch da würden wir uns vehement gegen wehren. Das vergleichen Sie? Ja, das ist eine körperliche Versehrung. Es ist eine Verletzung des Kindes. Dieses Kindes kann nicht beurteilen, ob es das auf sich nehmen will oder ob es das nicht möchte. Und das, was wir sagen, ist nichts
weiter. Lasst es uns doch tun oder nicht tun in einem Alter, wenn das Kind selbst darüber entscheidet. Demgegenüber sagen Muslime und Juden, im Rahmen meines Religionsausgangs, wie ich glaube, wie ich lebe und meiner Elternfähigkeit, habe ich das Recht, gerade in religiösen Fragen, die Maßnahmen zu ergreifen, die zum Kernbereich meiner Religion gehören. Dazu gehört auch die Beschneidung. Glauben Sie im Ernst, dass Ihre Position, diesen Standpunkt der Einschränkung der Religionsfreiheit und der Einschränkung der Elternfreiheit, der Erziehungsfreiheit, dass Ihre Position stärker ist als diese zwei Grundrechte? Also die Einschränkung der Religionsfreiheit endet da, finde ich, wo es zu einer Körperverletzung kommt. Ja, darüber muss man sich wirklich unterhalten. Ich sage auch nicht, dass wir die Weisheit gefressen haben. Ich sage nur, die Ärzte positionieren hier. Die sagen klipp und klar, für uns ist das Selbstbestimmungsrecht des Kindes höher zu werten als das Bestimmungsrecht der Eltern in diesem Falle, wenn es um eine Körperverletzung geht, die nachhaltig ist. In diesen Wochen wird ja diskutiert, Beschneidung und was die Juden da tun, das ist Barbarei, das ist Mittelalter. Wie empfinden Sie das? Furchtbar. Furchtbar empfinde ich das, ja. Was bedeutet furchtbar, wenn Sie das Wort sagen? Fühlen Sie sich angegriffen? Natürlich, ich fühle mich angegriffen als Jüdin, als Mensch. Ja, es ist halt einfach, es gehört einfach dazu zum Judentum, es gehört für uns dazu. Und ich finde es einfach unsäglich. Ich fühle mich ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ich möchte mir nicht in meine persönlichen Entscheidungen reinreden lassen, die mich und meine Familie in den privatesten, und das finde ich, also das, was ich meine religiöse Auslebung und Ausprägung, wie ich das lebe, das ist was ganz, ganz Privates, und dann, ich möchte auch niemand anders reinreden. Ich glaube nicht, dass Antisemitismus ist. Ich glaube, dass es viel Unwissenheit dahinter steckt. Ich glaube, dass sehr viel einfach nur Analyse von irgendwelchen Gesetzen dahinter steht, teilweise auch falsche Analyse von Gesetzen, von Grundrechten. Wenn es nicht erlaubt sein sollte, wenn also ein jüdischer Vater und ein Arzt, der das Kind beschneiden lässt, damit ins Gefängnis kommen könnte, bleiben Sie in Deutschland? Ich glaube, dass jüdisches Leben in Deutschland dann sehr schwer wird. Und wenn es mir nicht möglich sein wird, meine Kinder hier religiös zu erziehen, so wie ich das möchte, sei es jetzt, weil ein Kind nicht beschnitten werden kann oder weil Shrita verboten ist, dann... Shrita ist das Schächten von Tieren, damit es koscher Essen ist. Dann glaube ich, dass dann weiß ich nicht, wie jüdisches Leben hier möglich sein wird. Und dann weiß ich auch nicht, wie es für mich möglich sein wird. Warum redet man in Deutschland darüber? Ja, weil wir alle verrückt sind hier in Deutschland. Wir haben alle sonst gar keine anderen Sorgen. Ja, weiß man nicht. Gut finde ich es nicht, nein. Warum? Ich denke mal, wehtut, und ich mich frage, was es soll. Ich kenne keine Tierart, die sozusagen die Genitalien ihres Nachwuchses verstümmelt. Und bei Männern, ich kann es nicht entscheiden. Fakt ist bloß, dass Mediziner sagen, dass es eine Beeinträchtigung der Sexualität ist. Ich bin dagegen, und ich finde, wenn jemand volljährig ist, dann kann er entscheiden, welche Religion, ob er beschnitten werden will, ob er sich piercen lassen kann oder sonst was. Auch Eltern können falsche Entscheidungen treffen. Nee, das ist Quatsch, das ist keine sexuelle Gewalt und kein Barbar, nicht, was Sie da sagen. Das ist vom Religiösen her, das ist sauber, gesünder, dann ist das Glied sauber. Und von Reinen her ist es besser, weil es jetzt nicht sich entzündet oder irgendwas. Es bleibt immer schön sauber, und das kann man schneller reinigen. Und das ist in Religion ist so. Das ist so bei uns geschrieben, dass wir das machen sollen. Meiner Meinung nach haben die nicht das Recht zu entscheiden. Die muslimischen Leute oder die Muslimen, die das machen müssen oder sollen, die entscheiden, ob die das nicht machen. Aber wenn ein deutsches Gericht sagt, das ist nicht in Ordnung. Wichtig ist, dass es vom Fachmann gemacht wird. Tschüss. Guten Tag, darf ich Sie kurz stören? Sind Sie der Meinung, dass Beschneidung von Jungs, wie das die Muslime und die Juden machen, richtig ist, oder das ist nicht richtig? Schneiden können Sie immer. Was wird da nicht? Da soll er das selber entscheiden. Aber dann ist es schon weg. Ja, aber es ist ja... Ah ja. Es ist ja... Ah ja. Es ist ja...
grüße Sie. Grüße auch, Herr Friedmann. Sie sind der Elternsprecher? Einer der Elternsprecher des jüdischen Gymnasiums hier in Berlin. Aber Sie sind nicht jüdisch? Jawohl, ich bin kein Jude. Irritiert Sie das alles, was hier jetzt stattfindet? Ja, ich finde das insbesondere deswegen irritierend, weil natürlich man merkt, dass diese Diskussion sich ausweitet. Aus der Debatte um die Beschneidung wird gleichzeitig eine Debatte um Elternrechte insgesamt. Was dürfen Eltern überhaupt entscheiden? Jetzt geht es schon um die Diskussion, ob man entscheiden darf, wenn ein vierjähriges Kind unbedingt Ohrlöcher haben will. In keinem Land der westlichen Welt wird dieses Thema so emotional diskutiert wie in Deutschland. Können Sie sich erklären, warum? Na, ich glaube zum einen, weil ganz viele merken, dass diese Diskussion schiefläuft, dass viel Antisemitismus dabei ist. Das ist dann in der Abwehr sehr stark. Ich glaube, dass gleichzeitig auch in Deutschland noch stärker als in anderen Ländern die Antireligiosität oder die religiöse Entfernung fehlt. In Frankreich ist man auch nicht religiös. Aber vielleicht einfach toleranter, was Minderheiten gegenüber betrifft. Man hat so viel schon debattiert darüber. Und gibt es von der Medizin, von der Wissenschaft, von anderen Sachen, dafür 33% von Menschen sind beschnitten. Also ist nicht schwarz und weiß zu sagen, das ist richtig oder nicht richtig. Kann man noch immer debattieren. Ich sage nun eine Sache. Unsere Religion steht über alle Wissenschaften. Die Wissenschaft, die Medizin. Auch über das Gesetz? Ich sage Ihnen warum. Aber auch über das Gesetz? Auch Gesetz ist nur von Menschen gemacht. Und ich sage nochmal, Grundgesetz von Deutschland ist, dass ich darf meine Religion heben. Ich darf und ich eigentlich muss. Und ich komme wieder zu dem Punkt. Wenn ich meinen Sohn nicht Beschneidung machen, dann ich mache mich strafbar bei Gott. Ich habe auch hier gesagt, ist besser Anzeige von der Staatsanwalt als Strafanzeige von Gott. Wenn mein Kind 8 Tage wird, ich habe eine Pflicht, ihn zu beschneiden. Das Gegenteil, dass die anderen sind ganz primitiv, ja, aber ich möchte... Die Kritiker sind primitiv. Warum sind die Kritiker primitiv? Wenn die glauben nicht an Schöpfung der Welt... Ja? Sie glauben nicht an Gott? Die glauben nicht an Gott, die glauben nicht an Schöpfung der Welt. Die denken, dass die kommen von... Sie waren einmal im Dschungel, oder? Auf die Bäume, ne? Die Evolution, die Kritiker, die Atheisten, ja? Wenn Sie mich fragen, es ist sicher Antisemitismus, die Frage ist nur, wie viel Prozent Antisemitismus, ja? Kann es mal einmal versteckt, kann sein sogar, man hat über Freud gesprochen, dass der Mensch selbst nicht weiß, dass er als Antisemitismus, aber das ist antireligiös, Antireligion und Antireligion ist Antisemitismus, ist eigentlich gleich. Ich erwarte von Deutschland, gerade wegen der Vergangenheit, vorsichtig, Respekt.